Also, ZDF hat eine Doku gemacht über Selfmade-Millionäre. Ich weiß nicht, wie ich es da reingeschafft habe. Keine Ahnung, die haben mich angefragt. Ich bin Selfmade-Millionär. Ich habe einen Großteil meines Erfolges durch ein Schneeballsystem geschaffen. Ich habe mehrere Leute in die Privatinsolvenz getrieben und habe eine Glatze. Ach so, komplett falsche Referenz. Front! Wir schauen mal rein, was das ZDF hier so produziert hat. Sebastian Meyer mit seinem Hund Akani auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Der 28-Jährige ist YouTuber, spielt Online-Spiele und filmt sich dabei. Seiner Oma erklärt er seinen Beruf so. Digga, ich hätte ja mal meine Tastatur sauber machen können. Das ist ja sehr ekelhaft, Alter. Ich hab irgendwann mal gesagt, obwohl ich das ziemlich anmaßend nach wie vor noch finde, irgendwann mal gesagt, Oma, es ist wie Fernsehen, nur fürs Internet. Auf YouTube. Ach, Kani mit seinem Hund Revi. Nennt er sich Rewinside. Sein Erfolgsgeheimnis. Durchdrehen am Bildschirm. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, mein Erfolgsgeheimnis sind definitiv. Und. Ey, das ist doch Scheiße! Du dumme. Ah, ich hab mir die Hand geschnitten mit dem Messer. Fuck you. Imagine, dieser Mann ist Millionär. Mein Gott. Was? Junge, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Müll hier, Alter. Ich nehme jetzt so Scheiße aus hier und. Der junge Kölner lässt seinen Emotionen beim Spielen freien Lauf. Besonders wenn er verliert. Hier ist sie jetzt, seine 3 Euro. Ja, super. Und das kam wieder im Fernsehen, Digga. Stehe ich wieder echt gut da. Dankeschön dafür, ZDF. Also, Digga, da haben wir voll. Und da bin ich jetzt im Fernsehen und kann mir das jetzt schon wieder. Muss ich mir jetzt schon wieder anhören. Mann, das war ich vor 3 Jahren, Alter. Das war ich vor 3 Jahren. Mittlerweile bin ich wirklich sehr, sehr ruhig. Mittlerweile bin ich sehr, 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 sehr ruhig, Chat. Habt ihr den Hit gesehen? Ich hab halt immer wieder Werbepartner, die Werbung vor meine Videos schalten oder sowas. Das läuft allerdings alles über Google und nicht über mich jetzt als Künstler. Und wir nehmen halt keinen Einfluss darauf, was an Werbung bei uns kommt. Aber durch diese Werbung verdienen wir quasi das Geld. Das heißt, es ist wie eine Fernsehwerbung, die bei uns eingebucht wird. Oh, und damit verloren. War ganz knapp. Kenne ich ja, ne? Passiert auch mal. Ja. Sein Studio hat der 28-jährige Revi in Köln-Nippes. Zurzeit unterstützen ihn hier 12 sehr junge Mitarbeiter. Sehr jung, die sind trotzdem alle über 18, okay? Sich auskennen mit YouTube, Videoschnitt, Online-Werbung und Instagram. Das Besondere an ihrem Chef kann aber manchmal anstrengend sein. Ach du Scheiße, das habe ich noch gar nicht gehört. Er ist halt manchmal so ein bisschen hibbelig, ein bisschen ja, anstrengend würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist halt sehr eigen, er ist halt sehr anders. Elif, das hast du so schlecht formuliert, du bist raus. Sehr gut. Sport Coupé mit 640 PS. David, das ist für dich. 170.000 Euro. Falsch, 210.000 Euro. Cringe. Ohne Extras. Mit Extras 210.000. Diesen Luxus gönnt sich YouTube-Millionär Sebastian Meyer. So oft es geht, fährt er damit nach Hause zu seinen Eltern. Die Eltern sind immer irgendwie so das oberste Bindungsglied, was man irgendwie hat, so die größte Respektperson. Und ja, ich habe das Gefühl, dass meine Eltern alles nach wie vor wüssten. Und dementsprechend frage ich sie natürlich auch zu sehr, sehr vielen Themen. Also ich glaube, ich habe auch schon viele Sachen gemacht, die meine Eltern wahrscheinlich nicht gut finden. Gefühlt mache ich jeden Tag irgendwas Dummes. Und mein Dad schreibt mir, musste das sein? Seine Leidenschaft für Online-Spiele sahen die. Ihr habt noch nie meine Eltern, glaube ich, gesehen, wa? Jetzt sind meine Eltern hier zu sehen. Eltern früher kritisch. Das ist mein Dad. Heute sind sie stolz auf den Erfolg des Sohnes. Das ist meine Mom. Natürlich beruflich super, glaube ich. So wie immer, ja. Kennt man ja. Wir sollten so ein Gespräch faken. Und ich habe so gesagt, das sind Schauspieler, ich habe keine Eltern. Ich soll so sagen, yo, habt da so ein Gespräch. Und ich sag so, ja, bei mir läuft's gut, so wie immer. Wir sollten einfach so faken, Digga. Und wir haben komplett reingeschissen. Sebastian kam irgendwann mal zu uns rein und hat uns sein Fable, sein Hobby erklärt. Damals war es wirklich nur ein reines Hobby und da ging es nicht um irgendwelche Monetarisierung. Stimmt, mein Dad war schon mal in Videos so drin. Oder war eine reine Leidenschaft, ist das gewesen. Und dann kamen dann noch irgendwann mal die ersten Zahlen auf den Tisch, wo er dann meinte, ich könnte mir vorstellen, sowas dann auch professionell zu machen. Und wir so erstmal, um Gottes Willen, ne? Wir Eltern. Du siehst mehr aus wie dein Dad. Hört auf, das zu sagen. Dann halt so Sinn. Heute verdient Sebastian in guten Monaten über 120.000 Euro. Wo kommt das denn her? Das ist doch kein guter Monat. Ein guter Monat über 120.000. Doch mit Zahlen und Rechnungen hat er nichts am Hut. Die Buchhaltung macht Mutter Carol. Und das ist auch falsch. Jede einzelne Zahl wird von mir. Ich finanziere Immobilien, ich stelle Rentabilitätsrechnungen auf. What the fuck?
Imagine, ich hätte mit Zahlen und Rechnung nichts am Buch, am Hut, Digga, und würde dann mehrere Immobilien besitzen und gehe selber in die Bank rein, verhandle Kredite, gehe mit meinen Mitarbeitern hin, verhandle mit denen die Gehälter und so weiter und so fort. What the frick? Also, Digga, da muss ich sagen, ZDF reingekackt. Sie kennt alle seine Einnahmen und Ausgaben. Meine Mom macht die Buchhaltung doch. Ohne meine Mom würde ich den Überblick verlieren, aber es ist nicht so, als hätte ich überhaupt keinen Plan davon. Das ist falsch. Also er ist nicht derjenige, der da jetzt auf Teufel komm raus alles aus dem Fenster schmeißt. Er ist da schon, ich glaube, das ist auch eine gute Kinderstube. Ne? Er achtet da schon. Also er gönnt sich gelegentlich mal ein schönes Kleidungsstück, klar. Aber so richtig, dass er da über die Stränge schlägt, nein, macht er nicht. Seit seiner Kindheit leidet Sebastian Meyer an einer Verhaltensstörung mit Hyperaktivität. Er hat sich mit der Krankheit arrangiert, denn sie gibt ihm auch die Energie und die Emotionen für seinen Job. Wenn er dann seine bedingten Ausraster bekommt. Digga, ich werde ja dargestellt wie der letzte Affe, Alter. Was soll denn das? Internet. Ich wechsle meinen Job. Kann ich nichts mit anfangen, aber die Zuschauer, die ihn verfolgen und die ihn dafür lieben, die brauchen genau das. Und von daher aus haben wir da schon mal irgendwo... Wolf 67,7, Dankeschön, Bro, Kuss. Als Kind musste Sebastian Medikamente gegen seine Hyperaktivität nehmen. Heute muss ich's auch, aber ich mach's einfach nicht mehr. Heute nimmt er keine Tabletten mehr, sondern hastet mit Vergnügen von Termin zu Termin. Also irgendwie komme ich ein bisschen weg, wieder zurückgeblieben in der Doku. Kann das sein, Chat? Köln, 8 Uhr morgens. Sebastian Meyer geht Gassi mit seinem Spitz Akani. Auch er hat es geschafft. Mit seinem Erfolg bei YouTube ist er reich. Oh, so süße Aufnahmen, oh mein Gott. Sebastian, der als Rewindside seine Zuschauer begeistert, hat über 8 Millionen Follower in den sozialen Medien. Die haben auch sogar meinen Namen falsch ausgesprochen, jetzt reicht's mir aber. Seine Fans diskutieren im Internet gerne darüber, wie reich Reden. Rewindside, tatsächlich ist und wie viele Häuser er in den letzten Jahren in Köln und Umgebung gekauft hat. Der gelernte Immobilienkaufmann selbst wohnt zur Miete in 4 Zimmern. Denn Sebastian hält es nirgendwo länger aus und zieht dauernd um. Die vielen Immobilien sind für ihn eine solide Geldanlage. Das ist ein unglaublicher Running Gag im Internet. Die Zahlen sind unglaublich groß. Die schwanken zwischen 1 und 400. Ist ja auch immer die Frage, was definiere ich als Immobilie? Ist es ein freistehendes Haus? Ist es eine Wohneinheit? Sind es vielleicht Garagen, die noch mit dazugehören? Ich sage jetzt einfach mal so, es sind auf jeden Fall über 10 insgesamt, aber mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Ja. Regelmäßig schaut Revi morgens, was die Konkurrenz bei YouTube so treibt. Nicht Konkurrenz, das ist auch falsch, mache ich doch nicht. Für die Zeit nach YouTube hat Sebastian auch schon Pläne. Er hat sich ein Tonstudio gekauft und will künftig mit einem Plattenlabel durchstarten. Also an der Stelle muss ich erstmal sagen, das Tonstudio ist nicht gekauft. Ich habe das nicht gekauft, sondern mein Label hat es angemietet. Und zweitens ist es so, dass ich das nicht als Plan für nach YouTube habe, sondern einfach gesagt habe, dass ich das mache aus Passion. Das ist also, auch das ist wieder mal falsch. Muss ich ehrlich sagen, mit der Doku an sich bin ich nicht zufrieden, Digga. Ja, sehr, sehr schöne Doku auf jeden Fall. Muss sagen, ich bin nicht ganz zufrieden damit, wie ich da weggekommen bin. Aber mein Gott, who am I to judge? So, ich habe mir das schon von vornherein gedacht, dass ich da jetzt sicherlich anders wegkomme als die anderen. Das ist aber fein für mich, das ist in Ordnung. Ich mache mir da keinen Kopf drum. Im Endeffekt, alles fein, alles nice, alles cool. Mache ich mir keinen Stress.